meine Lieben und herzlich willkommen zu meinem allerneuesten Video. Heute gibt es ein kleines Update für euch. Ja, ich melde mich direkt aus der Küche, aber es ist nicht direkt heute ein Vlog, sondern ich habe was mit euch vor. Und zwar möchte ich jetzt die nächsten Videos ein bisschen anders gestalten und zwar mehr Updates reinbringen, mehr was ich jetzt gerade tue und euch auch auf meinen Weg sozusagen mitnehmen. Jetzt startet hier wieder meine Vorbereitung für die FIBO, was ihr beim letzten Vlog vielleicht gesehen habt. Ich blende ihn hier nochmal für euch ein. Diät beginnt eben und da wollte ich euch meine weitergehenden Schritte zeigen. Das heißt, wie ich jetzt meine Ernährung strukturiere genau, wie mein Training sich anpasst und wie es dann auch letzten Endes meinen Körper verändert. Deswegen gibt es auch heute auch gleich einen ersten Formcheck für euch. Ich probiere was Neues aus und es fühlt sich jetzt schon nach den ersten Tagen wirklich wahnsinnig gut an. Und da kommt das Krasse dazu, ich zähle keine Kalorien mehr. Jetzt denkt ihr, oh Gott, die Sophia, die hat uns doch so bei Fitnesspal gezeigt und die wiegt doch alles ab. Ich finde es auch sehr sinnvoll, weil damals mit der App und mit dem Kalorienzählen und mit dem Abwiegen habe ich das Portionieren gelernt. Denn ich habe fernab von allem Dinge gegessen. Und dann habe ich es mal ausgerechnet und dann, okay, daher kommt's. Und jetzt habe ich es aber so schon mittlerweile im Gefühl, weil ich es schon lange genug mache. Und deswegen habe ich jetzt einen neuen Plan. Und zwar esse ich nach bestimmten Mengenangaben. Die sind festgelegt, auch mit gewissen Makroverteilungen. Und das ziehe ich dann straight durch und schaue, wie sich mein Körper anpasst. Das heißt, meine Kalorien liegen derzeit bei ca. 2200 Kalorien mit ca. 200 Gramm Eiweiß, 220 Gramm Kohlenhydraten und 48 oder 50 Gramm Fett. Jetzt sagt ihr, du zählst ja keine Kalorien, aber du nennst uns jetzt die Kalorien. Ich wollte trotzdem eben euch meine ungefähren Makroverteilungen nennen und wenn man das sozusagen ausrechnet, denn 1 Gramm Kohlenhydrat hätte eine gewisse Kalorienanzahl, 1 Gramm Fett und so weiter. Wenn man das berechnen würde, würde ich ungefähr auf 2200 Kalorien kommen. Aber das variiert natürlich immer, da ich eben diese Mengen habe und manchmal ändert sich eben das Gemüse und so weiter und dann verändern sich auch die Kalorien sozusagen. Und da habe ich zum Beispiel eine gewisse Menge an Kohlenhydraten und die esse ich bevorzugt aus Süßkartoffeln und braunen Reis. Und dann habe ich meine Eiweißquellen. Auch hierbei habe ich jetzt magere Fleisch- und Fischquellen genommen. Dann esse ich viel grünes Gemüse. Aber das wollt ihr auch in fortlaufenden Full Day of Eatings euch genauer zeigen, wie das dann aussieht. Und ich koche aber trotzdem weiterhin vor. Das heißt, für immer für 2 Tage bereite ich meine Mahlzeiten vor, dass ich auch unterwegs mich an meinen Plan halten kann, damit ich dann auch natürlich ein Ergebnis habe. Und das Ganze kontrolliere ich dann daran, dass ich mich dann kontinuierlich auf die Waage stelle. Jetzt nicht jeden Tag, denn so schnell verändert sich der Körper auch wieder nicht, aber kontinuierlich. Jetzt ist jetzt eine Woche ungefähr her, also ich wiege mich dann einmal pro Woche und schaue aber trotzdem, dass ich kontinuierlich Fortschritte mache. Wenn sich auch nicht das Gewicht sozusagen verändern würde, dann schaue ich trotzdem Umfänge. Bei mir ist natürlich mein Gesicht ein sehr krasses Indiz, ob die Backerl jetzt da sind oder nicht. Ich wiege derzeit 66 Kilo auf 1,72. Und mein Ziel für die FIBO sind circa so 60, 61 Kilo. Das wäre für mich mega cool. Also 5, 6 Kilo müssen runter. Natürlich Fett und Muskeln bleiben da. Und jetzt geht es natürlich auch um Muskelerhalt. Und welche Supplements nehme ich da jetzt? Und wenn ihr das wissen wollt, dann gebt doch jetzt den Daumen nach oben. Dann sehe ich das. Dann werde ich den bei dem nächsten sozusagen Update-anderes Video, werde ich euch dann sozusagen zeigen, was ich dann sozusagen an Supplements nehme. Mein Training, ich habe derzeit wieder von Ober-Unterkörper auf ein Trainingssplit umgestellt. Ich trainiere im Vierersplit gemeinsam mit dem Erdschan. Das heißt, wir trainieren Beine an einem Tag, Rücken an einem Tag, Brust und Trizeps und Schultern und Bizeps an einem Tag. Und dann machen wir meistens noch so einen Easy-Tag dazu mit Cardio, Bauch und Waden, so kleinen Scheiß. Manchmal kommt ein Notfallpausetag dazwischen, wo wir wirklich gar nichts tun. Aber es tut ja für den Körper, ist es auch sehr wichtig, denn der Muskel wächst genau in der Regeneration sehr gut. Und jetzt würde ich sagen, geht's ab zum Formcheck. Schauen wir das mal an. So, das trappelt hier. Das ist eben meine aktuelle Form derzeit und ich habe noch genügend Schmalz und Training läuft soweit ganz gut. Und ich bin gespannt, wie ich das Ganze eben noch optimieren kann, aber jetzt probiere ich erstmal, ob ich die Posen noch kann. Scannen wir das mal und behalten es bei, denn
Bis zur FIBO sind es noch circa ja, 7 Wochen, wenn ich mich nicht irre. Und dann werde ich dann sozusagen die Bilder nebeneinander stellen und schauen, wie sich da mein Körper verändert hat. Ich möchte halt sozusagen mehr Definition reinbekommen, nicht nur sozusagen das Sixpack oder so sehen, wenn ich irgendwas rumschiebe. Und ob man eben das Sixpack sieht oder nicht, das beginnt in der Küche. Das heißt, der Körperfettanteil ist entscheidend und da spielt die Ernährung eine riesengroße Rolle. Und wenn euch solche Updates gefallen, wenn ich euch jetzt so mit auf meinen Weg nehme und auf dem Laufenden halte, dann gebt mir jetzt gerne den Daumen nach oben, auch wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht mit den Supplements sozusagen. Mit einem Klick könnt ihr gratis meinen Channel hier abonnieren, das ist kostenlos und damit ihr eben auch die nächsten Folgen nicht verpassen, solltet. Und ja, ich bin gespannt auf euer Feedback, was ihr dazu sagt. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Wir hauen rein!